Hallo Talkfreunde. Bei diesem Wagen funktioniert das rechte Vorderlicht nicht. Ansonsten ist alles in Ordnung. Hallo? Mittag oder? Oh. Tausend zahlreichen Zuschriften, Anregungen für die nächsten Sendungen. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir einen Brief. Und zwar schreibt uns hier Frau Moch aus Pfullingen. Warum machen Sie nicht das Thema Hilfe? Mein Hund ist schwul. Würden wir gerne, Frau Moch. Wir suchen noch einen Pitbull mit Dolmetscher-Ausbildung. Talkfreunde, haben Sie heute Morgen statt Ihrer Freundin einen Brief auf dem Kopfkissen gefunden, in dem sie Ihnen mitteilt, was für eine Niete Sie im Bett sind? Oder wird Ihre Frau beim Tanken vom Tankwart gefragt, ob er Ihren Versager mal richtig einstellen soll? Dann rufen Sie uns bitte an. Wir suchen den größten Versager Deutschlands. Hallo? Rufen Sie an. Hallo Talkfreunde. Bei diesem Wagen funktioniert das rechte Vorderlicht nicht. Ansonsten ist alles in Ordnung. Hallo? Mittag oder? Oh. Tag, was gibt es? Ich habe da einen kaputten Scheinwerfer. Könnten Sie den machen? Klar. Gibst du mir gerade mal einen Deutschlandwagen? Verdammten Dress! Keine Angst, du wirst wieder recycelt. Oh, du bist wohl ein richtiges Montagsauto, wa? Ja, Herr Mommsen. Ja, da ist also noch einiges mehr zu machen. Oh, was das kostet, das kann ich noch nicht sagen. Ich komme auch erst morgen dazu. Ja, da habe ich volles Verständnis. Hauptsache, Sie machen es gründlich. Na, Sie kriegen Ihre Möhre wieder. So, wo sind Sie gerade? Ich bin gerade runter von der A1. Ich bin gleich bei Ihnen am Studio. Ich finde das ja so nett von Ihnen. Ja, hoffentlich ist das auch wirklich meine Möhre. Ja, das haben wir gleich. Warte mal. Hey, Kollege. Ja? Sag mal, ist der Fahrzeugbrief noch im Handschuhfach? Moment, ich schau mal nach. Hallo? Hallo, ist was passiert? Hallo? Oh, Scheiße! Ich muss mal aussteigen! Vorne brennt's schon! Oh. Aber